Hey und willkommen zurück zu What's Hot. Wolltet ihr euer Zuhause schon immer mal in eine entspannende Wellness-Oase verwandeln und seid jetzt noch auf der Suche nach den richtigen Produkten? Dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn ich zeige euch jetzt die besten Produkte dafür. Wenn ich an einen Wellness-Tag zu Hause denke, dann denke ich immer direkt instinktiv daran, meine Haare in den Dutt zu machen, mir was Bequemes anzuziehen und eben auch ganz schnell mein Make-up runterzuholen, damit ich mir vielleicht dann eine pflegende Maske drauf machen kann. Und damit das Make-up quasi im Handumdrehen aus dem Gesicht verschwindet, zeige ich euch heute ein Produkt von Clinique. Und zwar möchte ich euch heute von Clinique das Take the Day Off Balm vorstellen. Und hierbei handelt es sich eben um ein reinigendes Balsam, was eben im Handumdrehen langanhaltendes, wasserfestes Make-up entfernt und auch Sonnenschutz ganz einfach abschminkt. Was an diesem Produkt eben super cool ist, ist die Konsistenz. Denn wenn wir den Tiegel mal aufdrehen, dann sehen wir sofort, dass die Konsistenz so ein bisschen vergleichbar ist mit festem Kokosöl. Und da könnt ihr euch einfach mit den Fingern ein bisschen rausnehmen und das Ganze so ein bisschen zwischen euren Fingern verreiben. Dann wird das super seidig und weich und ihr könnt damit eben super schnell euer Make-up runterholen. Es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Es fühlt sich gar nicht an wie so eine Tortur, dass man jetzt extra nochmal alles abschminken muss, sondern es ist wirklich eine super angenehme und auch pflegende Erfahrung. Das Ganze ist eben auch für alle Hauttypen geeignet, frei von Silikonen und Parabenen. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir einen richtig schönen Wellness-Tag zu Hause mache, dann darf eine Sache auf gar keinen Fall fehlen. Und das ist eben eine pflegende Gesichtsmaske. Ich finde, wenn man sich so eine Gesichtsmaske drauf macht, dann tut man einfach was für sich selber. Vielleicht kann man dabei noch einen schönen Film gucken und einfach mal so richtig entspannen. Und da möchte ich euch heute natürlich auch eine Maske zeigen. Und zwar kommt die von Origins und das ist die Drink Up Intense Overnight Hydrating Mask. Und hierbei handelt es sich eben um eine Overnight Mask von Origins und die wurde eben speziell dafür entwickelt, um den Durst eurer Haut zu stillen. Und in dieser Maske findet ihr eben ganz viele Komponenten, die super feuchtigkeitsspendend sind. Beispielsweise steckt hier Schweizer Gletscherwasser drin, was ich persönlich super cool finde. Da ist eben auch Aprikose drin und auch Avocado und zusammen sorgen sie eben dafür, dass die Feuchtigkeitsspeicher der Haut wieder aufgefüllt werden und sie eben als Ergebnis super schön frisch und auch mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und eben eine Maske machen ist eben ein super cooles Erlebnis, finde ich. Man kann eben runterkommen und das ist eben auch eine Overnight Mask. Das heißt, ihr könnt die wirklich auch über die ganze Nacht lang super intensiv einziehen lassen und deswegen solltet ihr euch die mal anschauen. Wenn ich quasi richtig schön entspannen will, dann gönne ich mir auch mal eine Massage. Vielleicht mal an der Schulter, dass die mal wieder so richtig durchgeknetet wird und man einfach die Verspannung ein bisschen löst. Aber man kann eben auch sein Gesicht massieren und da habe ich eben ein super cooles Tool für euch und zwar kommt das von Rosenthal und das ist eben dieser The Love Gua Sha Stein. Und zwar zeige ich euch jetzt einen Geheimtipp für strahlend schöne Haut. Und zwar ist das dieses stylische Accessoire hier von Rosenthal. Das ist eben dieser Stein hier in der super schönen Herzform. Und ich bin nicht die einzige Person, die total begeistert davon ist, denn auch Stars und Promis schwören quasi auf dieses Produkt hier. Und zwar könnt ihr diesen schönen Stein hier in Herzform dazu verwenden, um euer Gesicht zu massieren. Und was eben bei dieser Massage direkt passiert, ist, dass die Haut wieder mehr durchblutet wird. Sie wird eben sofort rosiger und ihr könnt dadurch eben auch super schön entspannen. Und das ist eben ein ganz tolles Tool, was ihr euch auf jeden Fall mal anschauen sollt. Jetzt habe ich euch so viele Gesichtsprodukte gezeigt, dass wir natürlich auch noch was für unseren Körper brauchen, denn gerade wenn man vielleicht aus einem entspannenden Bad kommt, dann finde ich es persönlich richtig schön, wenn man einfach seinen ganzen Körper mit einer richtig schönen Bodylotion oder Creme eincremen kann und quasi auch noch das ganze Haus nach dieser tollen Creme riecht. Und da möchte ich euch heute von Sol de Janeiro die Brazilian Boom Boom Cream zeigen. Und zwar lüftet dieses kleine Tiegelchen hier das Geheimnis für straffe und strahlend schöne Haut, denn hier steckt eben Guarana drin und auch die stärkste Form von Koffein und die werden eben gepaart mit nährender Acai und pflegendem Kokosöl und insgesamt sorgt eben diese Power-Kombination dafür, dass sie eben eine schöne straffe Haut bekommt, dass die eben super zart gepflegt wird und das Ganze zieht eben auch noch super schnell ein und deswegen ist das auf jeden Fall ein Must-Have für jede Wellness-Routine. Eine Sache, die immer super entspannend wirkt, ist eine gut riechende Kerze und wenn ihr die eben anmacht, dann riecht meistens das ganze Haus oder auch die ganze Wohnung wie eine Wellness-Oase und eine super coole Kerze habe ich eben auch heute für euch dabei und zwar ist das die The Ritual of Happy Buddha Kerze von Rituals. Und zwar sorgt eben diese Kerze von Rituals für eine ganz besondere Atmosphäre in eurem Zuhause, denn hier steckt eben eine tolle Kombination aus süßer Orange und warmem Zederholz drin und zusammen riechen die wirklich unglaublich gut. Ich habe eben schon gerochen, es riecht auch durch den Karton und ich kann mir vorstellen, wenn man die eben anmacht, dann verwandelt man eben sein ganzes Zuhause in eine entspannende Duftoase und deswegen
sollte die in eurer Wellnessroutine auf gar keinen Fall fehlen. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch gefallen haben. Ihr findet sie auch nochmal unten in der Infobox verlinkt, damit ihr sie nachshoppen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!